Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum letzten Non-Farm Payrolls Live Trading Webinar in diesem Jahr. Aber ich denke, wir können nächstes Jahr mit dieser Webinarreihe fortfahren, wenn Dirk nichts dagegen hat. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder live dabei sind. Natürlich freue ich mich auch, dass Dirk wieder für uns die Zeit gefunden hat. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wie immer schauen wir uns direkt mal den Risikohinweis an, denn auch das, wie immer, dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, auch wenn der Dirk vielleicht den einen oder anderen Trade heute macht. Aber diese Veranstaltung ist bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, sehr gut. Ich freue mich auf das Webinar. Und übergebe jetzt den Bildschirm gerne an Dirk. Dann wünsche selbstverständlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. So, könnte richtig sein, ne? Bildschirm 2 ist richtig. Steht das eigentlich da? Bei dir dann auch? Ja, bei mir gerade Bildschirm 2 freigeschaltet, richtig. Okay. Hast du deine Ist doch. Erinnerung abgeschaltet? Eine was? Was für Änderungen? Deine Erinnerungen. Ja, ist alles aus. Ist ja nicht so, dass ich da nicht. Ich weiß nur, wo mein Handy nicht ist. Nicht, wo mein Handy ist gerade. Muss ich gerade feststellen. Ach, das wird dann irgendwo liegen und sich gleich bemerkbar machen. Das ist dann der Moment, wo ich dann hier aufspringe und kurz unterbrechen muss. Ja, Okay. irgendwo wird es schon sein. So, dann sage ich auch mal Hallo und herzlich willkommen heute und hier zum NFP. Boah, wie hänge ich denn da? Zum NFP Live Trading Webinar. Zumindest mal Live Webinar Bisschen heute mehr mit. Haltung bitte, ja? Ja, aber echt, ne? Ich habe gerade gedacht, es sieht aus, als würde ich hier gleich einschlafen. Das ist zwar tatsächlich der Fall, aber das muss man ja vielleicht nicht Da kriegst du gleich hier auf. noch ein Kompliment im Chat und dann zack, erscheinst du dann so wie so eine halbe Kartoffel. Ja, echt, ne? So klopsig auch vor allen Dingen. So, jetzt nochmal. Also, hallo und herzlich willkommen von meiner Seite hier heute zum NFP Live, möglicherweise Live Trading Webinar mit meiner Wenigkeit, dem Nelson natürlich wie immer und dem gelben Nelson hinter mir. Der hat ja gerade einen Namen bekommen. Der ist jetzt immer dabei. Ohne den gibt es jetzt kein Webinar mehr. So, also freut mich natürlich, dass ihr. Was sind die Hemden? Die Kommentare. Komm, haut mal raus. Das ist ja immer. Ja, das gehört doch dazu, das ist doch Tradition mittlerweile. Genau, das ist. Und das geht es ja gar nicht mehr. So, erstmal Hemd. Frisur war früher. So, sind die Hemden weiter? Die Plauze kleiner. Ja, das tatsächlich. Ja, reden wir besser nicht drüber. Auf jeden Fall hat sich mittlerweile ist das Ganze so, dass mein Sohn immer mehr Hemden irgendwie bekommt. Weil ich sie nicht mehr zukriege. Das ist ein Problem. Und dem passen die halt, ja. Was? Das Blau war schicker. Das ist blau. Das ist wirklich blau, ne? Also es ist nicht schwarz, das sieht nur so aus. Das ist, weil der Kontrast vielleicht ein bisschen hoch ist oder dein Bildschirm zu schlecht, Ingolf. Das kann natürlich auch sein. So, mal gucken, was das heute hier wird. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin tatsächlich müde. Ich habe geschlafen wie ein Eimer. Ich hoffe, euch geht es besser. Und ihr seid wach. Von daher, was deine Tochter trägt auch nur noch deine Hoodies. Okay. Ja gut, solange es nur die Hoodies sind, dann geht das ja noch. Ne? Also das war ein Mann, der das hier geschrieben hat. So. Genau, also das heißt, ich gehe mal gleich auch rüber auf den Bildschirm, damit wir hier uns irgendwie nicht allzu lange irgendwie festquatschen. Aber wie immer gilt natürlich, ich freue mich, wenn ihr ein bisschen hier teilnehmt und gerne euren Input dazu gibt, auch zum Markt. Auch Fragen könnt ihr natürlich dazwischen schieben. Lob, Kritik, ist es hier ist alles erlaubt. Ja, alles, was, sagen wir mal, über der Gürtellinie stattfindet. Und ich bin generell immer recht schmerzfrei, was irgendwie ja, Kommentare, Kritik oder was auch immer angeht. Ja, und versuche natürlich dann auch darauf einzugehen. Wenn es halt eben der Sache dienlich ist, natürlich nur auch klar. So. Nichtsdestotrotz gehen wir hier rüber und gucken uns den ganzen Irrsinn mal an. Also, ich starte wie immer hier im H1 erstmal. Also quasi in der Intraday oder halt in der
kleineren Timeframe. Also der D1 ist natürlich entscheidend, halt insbesondere was die NFPs und die weitere Entwicklung entsprechend angeht. So, Timo, das war für dich dieses entsprechend, ja, hast du mir ja, Timo sagte mal, ich sage zu viel entsprechend. Was so hat jeder so sein Wort bei den Webinaren. Also was jetzt hier erstmal die, also was die große Richtung angeht, Daily, das machen wir aber gleich. Wir gucken jetzt erstmal hier den, die Stunde uns an, weil das ja jetzt natürlich erstmal so der mittelgroße Trend ist, mit dem wir uns hier befassen. Ich denke mal, auf den Blog muss ich ja hier nicht hinweisen. Also ich weiß, hier sind zwar auch einige dabei, die den Blog jetzt nicht unbedingt lesen, allein die Teilnehmeranzahl verrät uns das ja auch schon, dass halt hier auch einige da sind, die jetzt nicht unbedingt wieder also zur Gruppe gehören oder halt dem Blog. Deswegen, ich fasse es nur mal ganz kurz. Für mich war die Reise bei der 34.000 etwa vorbei. Ich habe gesagt, nach unten geht noch ein kleines Stück und habe den von ganz oben, also vom ATH bis hier unten hin tatsächlich auch begleiten können und war auch die ganze Zeit, habe auch, so behaupte ich doch mal, alle Short-Tage auch richtig gesehen bisher, also den letzten Freitag als auch den vorletzten Freitag und dann jedes Mal auch eine Long-Warnung ausgesprochen, das hat alles gepasst. Heute ist allerdings das Ganze tricky, weil wir, wie gesagt, auf der 34.000 da unten gelandet sind und mehr als 200 Punkte Luft ist da eigentlich nicht mehr erstmal. Und deswegen muss man mal gucken, wie der Markt dann jetzt halt damit umgeht. Den DAX lasse ich erstmal außen vor, mal gucken, ob ich da drauf eingehe, weil ich ja halt immer eher den DAU im Blick habe, weil der natürlich ein bisschen deutlicher läuft. Also, ich versuche das hier mal ein bisschen hochzuschieben, damit wir mal sehen, was hier überhaupt los ist. Also mal rein von der Trendmechanik, ja, kommen wir hier runter unverändert im Short drin. Ich mache es mal ein bisschen grob, jetzt hier nicht zu, nicht mit allen Peaks, die wir hier haben, weil nicht unbedingt alle hier relevant sind, aber das hier ist natürlich die größte Bewegung und längste und das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass es halt ein Abschluss sein könnte, weil wie man sieht, auch von der Steilheit her ist es halt eine ganz andere Geschichte als das, was davor passiert ist. So, und das heißt, hier haben wir jetzt erstmal nur eine Korrektur, mehr haben wir halt nicht. Ja, wenn man das Bild mal so darstellt, sieht es halt schon wesentlich unkomplizierter aus. Das Problem sind natürlich die Strecken. Ja, also ich meine, das hier sind 1000 Punkte, wo der da runtergeklatscht ist, also diese eine Bewegung, das ist natürlich recht ordentlich. Ne? Und selbst wenn man da jetzt halt mal Fibos ansetzt, da wird man vermutlich da in einem ganz normalen Korrekturbereich halt liegen, habe ich noch nicht gemacht, mache ich aber mal und dann sieht man, genau die 76 war das da oben und das Hoch, aber halt eben auch das Gap. Und das Gap ist natürlich wesentlich relevanter. Das ist ein Weekly Gap, mit dem er sich da auch die ganze Zeit befasst hat. Und von daher war das natürlich jetzt schon in Ordnung, dass er da hingelaufen ist. Und aber daran sieht man halt, inwiefern das Ganze hier natürlich dann auch zusammenpasst und Sinn macht. So, und das heißt jetzt, wenn der Markt also wirklich longen will, also oder überhaupt um den Long-Trend zu knacken. Eine Sekunde. Ich sag mal kurz meinen Tschö. Komm gut nach Hause. Meinen Sohn mal kurz verabschiedet. Also wenn, das heißt, um den Trend jetzt zu knacken, müsste er tatsächlich hier oben über die rote Zone, ne? Also hier, die ist dann halt jetzt auch gerade exakt bei 35.000. Dort müsste natürlich dann erstmal drüber, ja, und da heißt es auch, einmal kurz drüber wird halt eher nicht reichen, ja, sondern da muss er sich schon dann auch drüber etablieren und da haben wir jetzt natürlich das Problem, dass wir halt hier schon irgendwie 1000 Punkte im Rücken hätten, das heißt, nicht wirklich einfach, da jetzt am Stück durchzulaufen. So, das ist mal so die Betrachtung jetzt hier im H1, ich denke mal, das ist ja auch relativ leicht verständlich. Und wenn man die ganzen, wenn man die Bewegung jetzt mal eine Nummer kleiner zieht und sich das mal von dem Bild her nochmal anschaut, dann haben wir hier also so einen Krabbeltrend. Das heißt also, der halt schon durchaus in sich korrigiert hat. Das heißt, der könnte durchaus schon nach oben kommen. Aber ob der jetzt von hier nach oben kommt, das steht mal so ein bisschen auf dem anderen Blatt. So, die Bewegung, die ist noch nicht fertig, ja. Und deswegen machen wir es mal irgendwie ganz klein. Jetzt haben wir halt hier zwei Möglichkeiten. Ne? Also entweder halt hier und direkt oben drüber könnte sein. Ja, wenn man sich das aber mal anguckt, hier in dem Bereich, ich lasse mal die Linie hier gerade mal drin, in dem Bereich und hier dieser Korrekturpunkt,
da fehlt mir eigentlich so ein Stich da rein, ja. Und das ist jetzt erstmal reine Vermutung. Aber deswegen habe ich halt auch einen Blog geschrieben, so wenn da ein bisschen Dampf drauf ist, also mit, ich weiß nicht mehr, welches Wort ich verwendet habe, aber dann wäre halt schon sinniger, wenn wir da wirklich mal halt richtig drauf aufsetzen, bevor er dann halt wirklich nach oben geht. Und da wir dann halt hier so einen Mini-Aufwärtstrend im Kleineren gebrochen haben, kann der auch ein Stück weiter. Und das heißt, das wäre eigentlich so meine favorisierte Route, ja. Also hier erstmal hin an die 300 etwa. Und dann kann man noch mal gucken, ob die ganze Geschichte geht. Aber dann hätten wir zumindest halt auch eine Bewegung, wie soll ich sagen, die halt so ein bisschen mehr Charakter hat, als jetzt einfach da oben drüber zu laufen. Und deswegen halte ich es halt für wahnsinnig schwierig, jetzt hier genau an der Stelle auch einen Trade zu finden. Ja, also was halt denkbar wäre, das ist aber dann auch wieder erstmal reine Vermutung. Also es ist halt wirklich echt schwer heute, ne? Weil für meine Begriffe die entscheidenden Punkte liegen hier unten in dem Bereich. Ja, der müsste natürlich grün sein. Und das ist jetzt mal halt schlappe 400 Punkte entfernt. Das ist natürlich jetzt nicht gerade um die Ecke. Das heißt, entweder hier unten oder halt hier oben. Und beides ist weit entfernt. Und da ist halt jetzt die Frage, was macht er zuerst? Eine andere Möglichkeit wäre noch, dass wir hier einmal kurz an die Oberseite vom Gap laufen. Das wäre halt noch so die Variante C, wenn man halt so möchte, dass wir dorthin laufen. Einfach nur als kurze Übertreibung. Zumal halt natürlich das Gap an sich ja halt auch ein markanter Punkt ist. Aber einmal kurz als Übertreibung vielleicht nur darauf und dann halt von dort runterkommen. Ja, also das heißt, dass wir dann eher halt sowas bekommen würden. Ja. Auch denkbar. Also deswegen super schwierig, finde ich, da jetzt halt um Punkt 14:30 da halt irgendwo einen passenden Trade zu finden. Was man halt auch noch sieht, ist, wir starten hier unter der 666, die eigentlich jetzt erstmal rot sein müsste, noch, weil die eben verkauft wurde. Und das heißt halt auch, das würde sogar noch dazu passen, ja, dass wir einmal da oben hin springen und dann halt doch wieder unter der 666, dann halt schließen, rein vom Ansatz von der Legende her. Ne? Also alles nicht so einfach. Und deswegen habe ich auch gesagt, vorhin auch schon bei der Begrüßung, mal gucken, ob das wirklich ein Live-Trading wird. 3 Minuten haben wir noch. Er drückt auch jetzt erstmal nach oben. Ja, aber finde ich, mit Vorsicht zu genießen. So, wie seht ihr das denn? Ihr könnt ruhig mal irgendwie auch euren Input, eure Meinung hier auch mal gerne kundtun. Besteht ja auch durchaus die Möglichkeit, dass ich was übersehe. So, ganz kurz. Ich schaue mal hier eben um auf das andere Bild. Möchte mal ganz kurz die Möglichkeit nutzen, mich zu bedanken für das Interesse heute wieder richtig gut besucht. Das stimmt. Da bin ich ganz bei dir. So, und zwar. So. Also. Hier jetzt links erstmal im Minutenchart. Man sieht, das Buch wird auch gerade schon schön dünn hier. Ne? Also für die, die das noch nicht gesehen haben, ich bin hier im CFD unterwegs, aber habe den Future dahinter gemappt. Das heißt, ich sehe hier das Orderbuch aus dem Future als auch das Volumen ist aus dem Future. Und trotzdem handle ich halt hier im CFD. So, und da sieht man, also ein bisschen Druck kommt gerade von oben drauf. Ne? Heißt jetzt noch nichts, aber könnte schon sein, dass halt das Szenario halt mit runter aufgeht. Aber die Frage ist wirklich, wie kommt man da vernünftig rein? Deswegen würde ich jetzt halt wirklich erstmal gucken, was da überhaupt passiert. Hier oben der M5, hier der M15. Und das ist halt wirklich gerade so, ist für meine Begriffe komplett in der Mitte. Also jetzt zumindest an der Stelle. Daily ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, das Ganze einzutüten. Ich würde auch mal, falls ich einen Trade mache, Positionsgröße mal überschaubar und nicht hier irgendwie direkt in die Vollen. Das letzte Mal war ja tatsächlich nicht gut, muss ich ja auch dazu sagen, auch wenn das irgendwie ganz oft aufgeht, aber letztes Mal halt nicht. So, und deswegen halt auch bitte, deswegen sage ich immer, wenn man nachhandelt, dann sollte man es wirklich immer machen, dann hat man auf jeden Fall einen positiven. So, jetzt geht das Buch erstmal komplett auseinander. Dann hat man auf jeden Fall einen positiven Schnitt. Aber nicht, wenn man hier und da mal mit auf den Knopf drückt. So, gucken wir da schon irgendwas. Ne, genau, ne? Also drückt unter die 666 in Rot. Das war soweit richtig.
die rot zu machen. Jetzt könnte man natürlich versuchen, hier direkt reinzuspringen. Ich würde aber versuchen, eher, ob wir irgendwo noch einen Rücklauf kriegen. Und das kann immer noch nach oben knallen. Keine Frage. Ich sichere den auch direkt ab und gucke jetzt mal, ob wir hier durchkommen. Das war jetzt einfach nur die 666, aber trotzdem kann es sein, dass der fliegt. Ne? Also, ja, okay. Und dann ist irgendwie eine Handvoll Punkte, weil es ist mir ein bisschen zu choppy hier an der Stelle. Weil es auch nicht eindeutig runterdrückt. Ne? Ich meine, es drückt zwar, ja, aber es kommt irgendwie auch nicht so wirklich durch. Also von daher kann es auch sein, dass er nochmal eine Runde höher nochmal ansetzt. Und dann kann man das vielleicht nochmal versuchen. Aber einfach ist echt anders. Also war auch die Betrachtung, dass man das halt irgendwie von hier nicht wirklich absehen kann, gar nicht so falsch. So jetzt kann es natürlich sein, dass der sich hier umdreht und dann nach oben durchknallt. Ne? Dann wäre das, was eben drin war, jetzt erstmal wieder weg. Ich lasse den auch hier. Ja? Ich renne dem jetzt nicht hinterher. Das bringt nichts. So, das heißt auch, gucken wir mal die andere Variante. Ich gehe mal kurz nochmal rüber aufs andere Bild. Wo ist er? Und gucken, warum der nicht freigegeben wurde. Ah, den habe ich gar nicht. Okay. Dass ich die Zonen halt auch hier im Live-Chart mal drin habe. So, das heißt hier noch gar nichts. Ne? Wenn sich das irgendwie anbietet, würde ich hier dann nochmal nehmen. Also hier haben wir das Gap. Ich habe halt hier jetzt mal die Stunde, also das Bild von der Stunde auf hier den M1 auch mal drauf gebaut. So, die andere Variante war ja einmal hier Oberseite kurz ans Gap und dann doch wieder runter. Ne? Das wäre halt tatsächlich noch die andere Variante. Also mega unentschlossen die ganze Geschichte. So, jetzt mal gucken, ob er sich wirklich da oben durchdrückt, ob er das hinkriegt. Also hier wäre dann auch der kleine rote Kasten, den ich eben im H1 gemalt habe. Da ist er, ne? Das sieht man auch in dem H1. Wird ja hier automatisch aktualisiert. Das heißt, das könnte es hier jetzt einfach auch direkt schon wieder gewesen sein und wir klatschen eben doch nochmal runter. Ne? Weil wir haben jetzt hier irgendwie zwei heftige Reaktionen in zwei Richtungen. Und ja, hätte man tatsächlich auch scalpen können. Die 772. Ne, ich habe das deswegen auch mal gemacht, damit man halt hier auch mal sieht, wie genau das reagiert. Also die Levels aus dem Live-Chart, selbst im Minuten-Chart und auch egal ob News oder nicht, ja, das spielt einfach alles gar keine Rolle. So, ich würde jetzt mal irgendwie vielleicht mal die 5-Minuten-Kerze abwarten, mal gucken, was die dann wirklich vorhat. Und vielleicht kann man sich da ja noch dran anschließen. Weil das Problem ist halt hier einfach, ne, dass der H1 ist im Short-Modus, ja. Also das heißt, im Modus ist er gerade irgendwie long unterwegs, aber generell ist der im Short-Trend. Der M5 ist gerade irgendwie aufwärts gerichtet, der M15 ist seitwärts, der Daily generell immer noch abwärts. Und das läuft alles komplett gegeneinander. Also komplizierter könnte es wirklich nicht sein, als es das gerade ist. Also jetzt hier einmal kurz auch über das letzte Hoch darüber. Mehr war das jetzt halt nicht. Und deswegen meinte ich halt, der kann hier tatsächlich auch nochmal komplett runterkommen, egal wie motiviert der jetzt hier gerade unterwegs ist. Ich hätte allerdings schon gern die Oberseite vom Gap gesehen, bevor ich da halt reingehe. Aber könnte jetzt auch ein Fehler gewesen sein. Ja, also einmal hier kurz in den roten da oben rein. Das wäre schon eine Nummer netter gewesen. Also ist es halt echt nicht ohne. Das sind zwei Fehlausbrüche, also in zwei Richtungen erstmal. So, hier war vorhin mein Short, ne? Das müsste ziemlich genau die Stelle hier gewesen sein. Beziehungsweise ja, hier in dem Bereich. Mal gucken, vielleicht kann man den ja auch nochmal aufmachen. Ja, die ersten 5 Minuten sagen irgendwie so ziemlich gar nichts gerade. Die sagen uns so ziemlich gar nichts. Ich werde jetzt eher nochmal versuchen, wenn er nochmal da oben hinkommt, in die Nähe halt
von der 772, da würde ich dann eher nochmal Short dagegen halten. Das ist halt wirklich so ein bisschen, wie ich es befürchtet habe, ne? Also keine klare Richtung. Wenn jetzt erstmal kurz nach oben drückt, aber so wirklich viel passiert da ja gerade nicht, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel halt wirklich so eine Richtung da halt irgendwo mitkriegen will, ne, kann man natürlich, einfach vom Scalping-Ansatz sieht man ja hier gerade, ne, könnte man jetzt sagen, gut, man nimmt einfach die Eröffnung von der letzten Minutenkerze und versucht dann darauf zu bauen, dass die ganze Geschichte nicht mehr drüber läuft. Also ein paar Punkte Scalping kriegt man da halt immer. So, ja, und jetzt bin ich halt mal gespannt, was da oben passiert. Also im Orderbuch sieht man erstmal nichts. Der M15 versucht sich nach oben wegzudrücken. Mal gucken. Also wie gesagt, wenn er da oben reinkommt, genau hier ist das Gap. Weil dass er da jetzt einfach drüber läuft nach der Bremse. Also ich habe halt tatsächlich immer noch die 666 hier unten im Auge, weil wir da runter gestartet sind und das natürlich halt echt immer noch komplett umdrehen kann. Und wenn ich mir das so angucke, wie das hier hochschleicht, ne? Also wenn er nicht bald wirklich ordentlich was hinterherkommt, dann wird das auch nicht viel wahrscheinlich. Und das war jetzt bis jetzt halt wirklich nur irgendwie so mal kurz. Mal so ein kurzer Impuls, ja, aber es geht keiner mehr mit, ne? Also beziehungsweise mitgehen wahrscheinlich eher sowieso nicht, aber meine Vermutung ist ja ohnehin immer, dass irgendwie nur ganz wenige Marktteilnehmer hier mit größeren Positionen den Markt in die Richtung schieben, wo sie ihn haben wollen. Aber wo sind sie gerade, ne? Weil es sind zwar jetzt 100 Punkte, ja, aber gemessen an der Vola, die wir generell momentan haben, ist das jetzt nicht wahnsinnig viel, ne? Also da hätte er auch irgendwie locker das Doppelte mal kurz hin und her laufen können. So, man könnte natürlich auch versuchen, klar, hier long mitzugehen, aber wie gesagt, ich traue dem Braten kein Stück. Kein Stück. Also nicht hier oben. Nicht hier oben. Ja, so die Zahlen. Ein Totschlagmarkt. Ja, es geht. Ne? Also ich habe heute Morgen auch nur ein bisschen geskypt und gedacht, okay, leg mal ein bisschen vor, damit es halt irgendwie nachher nicht so tragisch, also damit, nicht, was heißt nicht so tragisch wird, falls es was kostet, damit es halt jetzt nicht zu viel wird. Also der letzte war jetzt ein kleiner Loser und davor der war halt ein kleiner Gewinner. So, ja gut, der Loser war minimal größer, aber noch sind wir hier nicht fertig. Also, noch sind wir nicht fertig. Das kann halt, wie gesagt, noch alles werden. Und eventuell muss man hier wirklich auf das Ende der Stunde hinarbeiten, ne? Weil hier sieht man ja schon, da halt nochmal in die Nähe und irgendwie kommt da gerade wieder nichts mehr. Und da sollte man dann vielleicht wirklich so irgendwie, wenn da unten, wenn es halt wirklich impulsmäßig darunter drückt, dann versuchen dann wirklich halt einfach, also das heißt einfach. Aber dann wirklich eher reinspringen, als dann halt irgendwie versuchen jetzt hier oben irgendwo, also wenn kein vernünftiger Punkt da ist, halt auf gut Glück dagegen zu halten. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Das ist nicht so gut. So, die nächste M5 wird hier gerade fertig. Erstmal kein neues Hoch. Steht so, also schließt zwar höher, aber mehr halt auch nicht, ne? Also so wie es jetzt erstmal aussieht, außer es knallt jetzt irgendwie in 10 Sekunden, macht es einen Satz nach oben. Aber nicht so wirklich. Nicht so wirklich. So. Also jetzt hier halt auch irgendwie so ein Skype-Setup zu finden, auch nicht so wahnsinnig einfach.
Also auf dem M15 bin ich gerade so ein bisschen am meisten gespannt, weil der hängt ja hier über seinen Hochs gerade drüber, da oben, beziehungsweise er versucht es, ne? Also hier dieses Hoch halt rauszunehmen, die 744. Genau hier oben in der 772 abgeprallt. Und wenn er da nicht drüber schließt und dann halt vielleicht nochmal kurz raufrennt, dann könnte man wirklich versuchen, dann halt irgendwie im Rücklauf da nochmal reinzukommen. Solange das auch irgendwie gerade hier aussieht im M5, aber es ist eben halt nur der M5, ne? Und die Stunde hat noch ein bisschen was vor sich. Also die ist noch nicht durch. Ist hier irgendjemand positioniert in irgendeine Richtung? Jetzt gerade, also seit 14:30? Also was hat jetzt beim... Sorry, wenn ich hier gerade immer so abgehackt rede. Ich versuche nämlich halt hier wirklich ein Setup zu sehen. Also hier die Unterseite von der letzten M5. Das wäre jetzt so ein möglicher Triggerpunkt, da, wenn er jetzt da durchgehen sollte, wirklich mit bisschen Speed. Und dann könnte es auch hier drunter durchklatschen. Den wollte ich nicht. Ja, könnte sein. Da muss man schon ein bisschen aufpassen hier, nicht, dass es nur irgendwie ein kleines neues Tief wird und dann halt nach oben klatscht. Ne? So, was sagt er? Okay. Hoffentlich war das kein Fehler. Auf jeden Fall hier die erste größere Order. Also ich würde den jetzt hier mal, also die Positionsgröße ist jetzt auch hier nicht vollständig. Aber das müsst ihr jetzt schon dann wirklich auch mit Nachdruck darunter bügeln. Aber ich lasse den Stop jetzt mal ein bisschen weiter erstmal hier oben. Und hätte man natürlich direkt hier hinsetzen können, ne? Die 717. Das wäre schon nicht so ganz doof gewesen. Deswegen, ich war da ein bisschen langsam gerade. Also wie man ja gerade sieht, auch irgendwie, ne? Das ist halt irgendwie alles noch so nichts, ne? Und es kann natürlich sein, dass er jetzt hier einfach nur unten Luft holt und dann doch wieder oben drüber zieht und dann doch oben raus. Ne? Es ist möglich, das ist kein sauberes Setup, noch nicht. Aber so tief, wie er schon da drunter hängt, kann es schon noch sein, dass es noch aufgeht. Also wir sind auch jetzt hier wieder an der Unterseite vom Gap. Bis hier sieht man es ja auch. Hätte auch die Positionsgröße ruhig ein bisschen kleiner noch machen können. Fällt mir gerade auf. Also ich würde halt hier, also bei dem Konto jetzt nicht unbedingt mehr als 5 Euro pro Punkt, 5 Dollar machen. Es ist ja im Endeffekt. Deswegen ist hier direkt die Hälfte wahrscheinlich sogar so ein bisschen zu viel. Das ist wahrscheinlich too much. Aber was wir halt hier auch haben, ich behalte jetzt mal hier, halt mal hier kurz die Füße still. Was wir halt auch hier haben, ist die Eröffnung. Das müsste hier sein. Also genau hier oben ist die Tageseröffnung. Da hängen wir mal kurz drunter. Also was man eigentlich hätte machen müssen, ja, das ist hier abwarten, ob wir jetzt hier drunter schließen, weil das könnte dann wirklich ein erster Trigger sein. Und das ist halt wirklich sauknapp, wie man sieht, ne? Wie er da die ganze Zeit dranhängt. Aber das ist eigentlich besser, das mal abzuwarten, ob wir da drunter schließen, weil das könnte dann halt schon mal so ein erster Trigger sein, dass wir halt zumindest mal nochmal einen Schub nach unten kriegen. Und da wir jetzt halt hier jetzt auch auf das Stundenende hinlaufen, ist natürlich halt hier der M15 jetzt natürlich nicht so ganz unwichtig an der Stelle. So, 30 Sekunden haben wir noch. Mal gucken, ob es macht. Aber das kann natürlich gleich alles ganz schnell gehen. Ne? Deswegen, das war natürlich jetzt, der Entry war natürlich grandios schlecht. Das kann man ja leider nicht anders sagen. Aber für meine Begriffe aber auch tief genug, ja. Immer so ein bisschen schwierig. Also was man ja machen kann, ist ja halt skalieren und dann muss man halt nur trotzdem aufpassen, weil es natürlich auch keine Garantie, dass die Geschichte aufgeht. So, jetzt hängen wir aber hier drunter. Das sieht doch schon mal ein bisschen netter aus. Ne? Das heißt, wenn er jetzt wieder hier hinkommen würde an die 17, mit ein bisschen Übertreibung hier oben, würde ich den dann halt tatsächlich auch voll machen.
Aber das ist doch zumindest jetzt erstmal so ein erstes Indiz, dass wir halt jetzt mal nochmal eine Runde tiefer ansetzen, die ganze Nummer. Und da wir jetzt zur Stunde rauslaufen, könnte es auch sein, dass wir die Stunde nach unten wegdrehen. Das heißt, dass wir hier die Lows nochmal sehen und dann womöglich dann auch zu 15:30 halt ein Stück tiefer runterlaufen. Jo, das ist jetzt okay. Ne? Bin ich gerade raus? Habe ich jetzt, was ist? Ich habe gerade gar nicht hingeguckt auf das Bild. Was ist passiert? Habe ich nicht aufgepasst? Was war denn das? Nelson? Ich bin hier, aber ich habe tatsächlich gerade auch in einem anderen Fenster geguckt. Ich auch. Ich habe gerade irgendwie keine Ahnung, was gerade gewesen ist. Ehrlich gesagt. Hat das jemand gesehen? Was habe ich gemacht? Margin Call. Das ist kein Margin Call. Timo. Ja, gucke ich nachher. Keine Ahnung, was das jetzt irgendwie war. Aber okay. Es war ja auf jeden Fall irgendwie genau die Stelle, wo die andere Order gelegen hat. Was habe ich denn gemacht? Ist doch irgendwie alles aus. Ich den doppelt auf. Ah, schön. Ich habe den zweimal auf, oder? Ja, alles klar. Das war doppelter Chart. So, ich habe den zugemacht, jetzt wieder auf. Sorry, das ist hin und her, aber das war der Grund. Ich habe nämlich vorhin hier alles frisch gemacht und habe nicht aufgepasst, dass es alles seine Richtigkeit hat. Sorry. Ja, das war der SL, wie gesagt, im anderen Fenster. Die sind da gerade gegeneinander gelaufen. Das war das Problem. Aber ich habe den ja einmal zu, wieder auf und einmal zu, wieder auf. So. Passt schon. Ne? Aber hier sieht man jetzt zumindest halt für den Scalping-Ansatz. Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich jetzt nur mit einer drin bin, weil eigentlich wäre ich jetzt ja hier voll drin. Und das wäre alles viel schicker schon, als es jetzt ist. Ist genau, manchmal. Ich sage ja, ich bin müde heute. Ne? Ist nicht gut. Weil den hätte ich hätte jetzt problemlos hier die Skalierung schon wieder rausgeben können. Ne? Würde jetzt hier fett vorne liegen. Und jetzt muss ich mich aber hier mit rumschlagen, dass wir jetzt halt hier ordentlich durchdrücken und mal kurz eine Runde beten, dass das jetzt aufgeht. Also, was wir halt sehen, ist jetzt halt hier, ne, das ist einmal kurz bestätigt. Ich würde tippen, dass wir jetzt halt hier nochmal Richtung SMA 20 kommen. Genau. So, und dann dort würde ich jetzt mal den ersten wieder rausnehmen und dann sieht die Sache doch jetzt schon ganz anders aus, ne? So, und das heißt, mein Ansatz wäre jetzt halt hier wirklich zu versuchen, mit dem H1 komplett hier runter zu laufen oder zumindest das Ganze mal auf rot zu drehen. Mal gucken, ob das gelingt. Ja, also der hier muss weg, der SMA 20. Das ist für mich immer so die kurze Tendenz, beziehungsweise halt so die gerade vorherrschende Richtung, wo man so ein bisschen was dran sieht. So, 666, ne, da sind wir jetzt wieder. Deswegen, wie gesagt, vorhin in rot. Hoppla. Könnte funktionieren. Könnte funktionieren. Kann man jetzt auch schon mal absichern, weil eigentlich muss er da oben jetzt nicht noch einmal unbedingt hin. Ich hätte jetzt schon gern, dass wir einmal drücken. Und falls er irgendwie zu weit hochläuft, würde ich ihn auch manuell rausnehmen. Ne? Also kann natürlich jetzt, wenn man todesmutig ist, auch sagen, gut, ich baue hier unterm Tief noch eine dazu. Kann man machen, wenn man genug Abstand hat. Muss man nicht unbedingt. Weil er versucht sich jetzt hier, was man jetzt da sieht, das ist völlig in Ordnung. Nochmal hier die Reaktion am 20er. Und mal gucken, ob wir den loswerden oder ob wir da oben stranden. Und wäre natürlich schon nett, wenn wir jetzt halt hier in den nächsten 40 Sekunden einmal kräftig da unten durchdrücken, durch den Point of Control dann halt auch. Deswegen lege ich da unten mal kurz eine hin, weil wenn, dann geht es höchstwahrscheinlich mit Wumms da durch, wenn es durchgeht. Ne? Es kann genauso gut sein, dass wir jetzt hier wieder auf Anfang laufen und dann. Ist es halt so. Ne? Wäre natürlich ein bisschen schade, weil die eigentlich schon ganz gut im Plus lag gerade, der Trade. Daher wäre das natürlich blöd, aber dann ist es halt eben tatsächlich nur Geeiere, nicht mehr. So, auf jeden Fall drückt da einer hinterher. 10 Minuten haben wir noch, bis die Stunde voll ist. Ich habe ja vorhin gesagt, eventuell muss man hier wirklich auf das Ende der Stunde hinarbeiten.
Und alles andere macht womöglich gar keinen Sinn. So, aber der müsste jetzt hier trotzdem, ne? Ich habe keine Lust, da oben nochmal komplett zurückzulaufen. Deswegen sichere ich den jetzt hier mal ein bisschen enger ab. Weil da muss es jetzt schon langsam irgendwann machen. Ja, wie gesagt, wenn er hier durchkommt, da würde ich nochmal eine kleine reingeben, die auch hier unten direkt wieder rausnehmen. Und dann halt mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ja, weil hier habe ich dann auch Abstand genug zu der ersten, beziehungsweise hätte Abstand genug zur ersten, weil man sieht, er wehrt sich ja schon wieder. Könnte auch hier auf vor die 266, geht auch, aber mehr als einen Punkt Luft darf man hier eigentlich nicht lassen. So, okay. Wie man sieht, geeiere. So sieht's aus. Ach ja, wie man es macht, ist falsch, ne? Immer das Gleiche. Nein, aber war ja okay, ne? Also mit Geeiere klarkommen ist ja manchmal auch nicht so verkehrt, wenn man das halt mal irgendwie auf die Reihe kriegt. Aber ich hätte natürlich schon gerne gehabt, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, mein Exit war schlecht. Das, echt nicht, ne? Also ich meine, man sieht ja wirklich, was hier abgeht. Das war schon okay so. Also, ich meine, er kann ja auch immer noch runterkommen. Ich lasse die auch mal hier liegen, ja. Also, weil der größte Impuls kommt ja meistens am Ende der Stunde. Ob ich die jetzt hier lasse, weiß ich noch nicht. Ja, den mache ich mal kurz weg. Den Braten traue ich natürlich auch nicht. Aber so, das ist halt echt schon ein gewaltiges Hin und Her hier, ne? Und die hat man ja gesehen, ne? So, also deswegen habe ich den auch immer drin, so den SMA20, weil das ist natürlich schon so ein Ding, wenn er den los wird, das kann man ganz gut beobachten, dann macht er das schon gerne dann auch mit Nachdruck. Ne? Und das heißt, er hätte hier wirklich eigentlich spätestens mit der zweiten Kerze hier durchschieben müssen. Und deswegen habe ich dem hier auch keine Luft mehr gegeben, weil ich genau wusste, es bringt wahrscheinlich sowieso nichts. Ne? Da halt irgendwie blind dann dagegen zu halten. Das könnte man jetzt hier nochmal im kleinen Timeframe auch nochmal versuchen, ne? Weil hier ist ja. Gibt es ja auch sowas wie ein 20er. Kann man machen. Komm. Und mal gucken, wir den dann halt wieder da runtergezimmert kriegen, weil wir haben ja kein neues Hoch gegenüber der alten M5. Den kann ich natürlich dann wieder wegnehmen, aber der muss jetzt natürlich dann genauso direkt runterschieben. Ne? Also das heißt, innerhalb hier von nächsten 3 Minuten müsste halt schon ein bisschen deutlicher Gegenbewegung kommen. So, kann man auch sofort absichern. Weil er darf eigentlich nichts mehr nachkommen, ne, wenn er das jetzt macht. Das wäre dann einfach nur noch ein bisschen höher angesetzt. Und dann könnte man das gleiche Spiel. Ist natürlich sau eng hier. Ja, aber okay. Ein Punkt. Aber das ist halt, so ist halt Scalping manchmal, ne? Ich muss mal ganz kurz was checken. Eine Sekunde mal bitte. Hoppla, wo bin ich denn? Gerade mal geguckt. Also außer Geld gewechselt. War da jetzt noch nichts. Es bräuchte einen Impuls, ne? Aber hier mit dem war auch nicht schlecht jetzt hier mit dem 20. Aber es geht halt hier ja wirklich nur so irgendwie 10 Punkte hin und her. Das ist schon. Vorhin der Schub hier runter war gut. Aber auch hier vor dem Point of Control ist ein bisschen merkwürdig alles. Schon ein bisschen merkwürdig, was da passiert. Bin wirklich mal gespannt, wie die Stunde hier auflösen will. Ja, also ich werde mich hier unten wirklich nochmal short platzieren, weil falls er wirklich mit Tempo runterkommen sollte, dann macht er das wahrscheinlich auf den letzten Drücker. Kann natürlich sein, dass wir einfach hier am Gap stehen bleiben, alles ist möglich. Aber dann laufen wir wahrscheinlich sofort wieder zurück auf die 666. So, also das ist ja etwas schwierig. Die ganze Nummer hier. So, also wie gesagt, wer jetzt da mitgemacht hat, der müsste eigentlich ein Plus sein, wenn es genauso gemacht hat. Und vor allen Dingen, ich bin jetzt eigentlich nur, also ich müsste 0-0, Moment, gerade mal gucken. Ja, 0-0, ne? Also das heißt, aber nur weil ich auch vorhin, weil ich den hier nicht doppelt gehabt habe bei der 17, da ist mir ja vorhin, da hatte ich ja, weil der Stop da falsch gesessen hat. Beziehungsweise, weil ich einen parallelen Chart auf hatte, der auch auf aktiv versehentlich gestellt war, war ich dann halt hier nur mit
zweieinhalb Kontrakten drin, statt irgendwie mit eigentlich mit fünf. Das, und deswegen fehlt mir natürlich jetzt hier auch so ein bisschen was von der Strecke. Das ist halt ein bisschen Pech, deswegen sage ich, aber wäre es aber tatsächlich. Ja, genau, schreibt auch, ne? Frank hier war schneller als du mir plus, ja. Und auch wer genauso schnell war, wie gesagt, einfach nur genauso gemacht hätte, auch plus, ja. Ich bin halt jetzt hier plus minus null. Gut, es gibt Schlimmeres, ne? Aber ich finde es halt auch wichtig, dass man sich darauf einstellt, auf das, was der Markt da halt macht, ja. Und jetzt irgendwie nicht dann halt irgendwie sagt, so blind, ey, ja, das und das und das sowieso, ne? Und das ist halt immer schwierig. So, also wie man sieht, er will auf den letzten Drücker nach oben raus. Ob das gelingt? Es sieht fast danach aus. Es sieht fast danach aus. So, das heißt einmal rauf an die rote Zone. Das ist der Plan. So, jetzt könnte man natürlich hier ganz klein reinspringen. Machen wir da einfach mal. Die ganze Nummer mal wirklich richtig klein. Das ist dann halt hier ein Fünftel, ne? Aber meinen Rücklauf werde ich hier nicht kriegen. Da glaube ich nicht dran. Und dann halt mal gucken, ob wir den da oben einmal durchgestochen kriegen. Und dann könnte man hier ja wieder versuchen, halt zu drehen, die ganze Geschichte. Ne? Wenn er das jetzt halt wirklich machen sollte. Und aber kann man ruhig machen. Ne? Also finde ich, mit so einer langen Kerze im Rücken, da kann man auch ruhig mal oben rein. Also das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig tragisch. Das mal so zu machen. Kann man ja dann auch irgendwie eng absichern am Ende von der Minute. Mal kurz warten, noch 8 Sekunden. Und dann würde ich den so zack absichern und jetzt gucken. Jetzt gehen wir entweder oben durch. Das ist jetzt auch hier, sieht man auch, ne? Das meine ich eben. Man sieht es auf der Minute, also die Live-Chart-Levels, beziehungsweise das ist jetzt hier, glaube ich, sogar nur die 76. Genau, aber sieht man halt schon sehr, sehr, sehr genau alles. So, mal gucken, kann man hier vielleicht ja auch einfach mal einen Trail reinwerfen, falls wir in die Nähe von dem hochkommen. Mit 5 Punkten Distanz. Ne, und wenn nicht, dann nicht. Ja, also setzen wir hier mal kurz an den letzten Korrekturpunkt. Und dann sind es halt eben nur 3 Punkte halt hier on top. Ist doch auch, es gibt Schlimmeres. So. Also, bleibt erstmal bei Geeire. Kann immer noch sein, dass er oben durchgeht. Ne, könnte man jetzt auch sagen, gut, ich gehe hier. Moment. Ach ja, okay. Einfach nur ein bisschen, ja, war aber okay. Ne? Also einmal hier dran. Aber noch ist hier nichts um. Ne? Hier rote Kerze, könnte man gerade schon wieder short gehen. Schließen uns damit dem Geeire an. Mann, Mann, Mann. Was haben wir bei der 878 das nächste? Ja. Ja, das ist aber ganz schön hoch. Also ich meine, dort oben ist natürlich generell die Trendgrenze, ne? Klar. Wobei das natürlich halt, also ich zeige das gleich nochmal im H1, was damit gemeint ist. Ja, gerade gesagt, hier kann man gerade schon wieder short gehen. Das reicht manchmal, ne? So ein bisschen da halt und dann genau so an so einer Marke, wie sie hier im Live-Chart drin ist, ein kleines Umkehrkerzchen im M1 und schon. War es das? Beziehungsweise gibt dann halt relativ sauber ein paar Punkte rückwärts. Aber ich würde jetzt wirklich mal die Stunde mal eben abwarten und dann gucken wir uns nochmal das Bild an und dann halt auch den nächstgrößeren Timeframe, beziehungsweise mal den H1 dann auch. So, hier könnte man jetzt natürlich auch nochmal short gehen, ne? Genau an der Stelle. Wir haben jetzt aber einen Stundenschluss. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil hier hängt eine ganz schön lange, grüne, weiße, wie auch immer, Kerze. Und da kann es halt einfach passieren, dass mit dem Stundenschluss ein Impulsanschluss halt kommt. Und das heißt, dass wir ganz schnell einen Schuss nach oben kriegen jetzt erstmal. Der kommt dann zwar wahrscheinlich nicht weit oder beziehungsweise kommt fast nie weit, aber das wäre halt so eine Anschlussreaktion. Deswegen würde ich jetzt hier in der letzten Minute jetzt hier nicht wegen dem M1 da mal kurz Short dagegen halten. Das würde ich wirklich lassen. Weil da ist es wirklich wahrscheinlicher, dass wir da einmal da oben hinspringen. Oh, das war gerade mit Sounduntermalung. Wir hängen hier nämlich. Also, kann sein. Oh, kommt aber jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel. Okay. Aber wäre jetzt auch nicht so ungewöhnlich.
gut gewesen. So, hätte man hier auch nochmal machen können, ne? Also von wegen Long. So einfach geht das alles nicht. So einfach geht's nicht. So, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier erstmal eine grüne Kerze. Mal gucken, wenn man die jetzt halt nochmal, also wenn man die nochmal greifen will, würde ich tatsächlich runter bis zur 666 da halt wirklich nochmal abwarten und dann dort irgendwo reingehen, ja. Und dann kann man, glaube ich, halt auch irgendwie eine Nummer größer das Ganze machen. Oder halt zumindest mal hier in der Nähe. Das tut, glaube ich, nicht wahnsinnig weh. Das ist natürlich jetzt auch keine Empfehlung, aber lieber ein bisschen mehr irgendwie korrigieren. Aber wenn er das macht, das wäre immer noch über den letzten Lows und völlig in Ordnung. Aber hier wären tatsächlich nochmal, guckst du ja seine an, ne? Ich sag, könnte hier nochmal eigentlich schon um wieder Short gehen. Das waren schon wieder irgendwie 40 Punkte runter. Gut, alright. Also ist ein Scalping-Markt jetzt erstmal keine nennenswerte Bewegung und sagt uns jetzt von dem, finde ich, wie sich das Ganze hier darstellt, auch gar nichts. Ja, also irgendwie von wegen, wo jetzt hier irgendwie eine größere Richtung da halt abzuleiten ist. Also von dem, was jetzt hier bei den NFPs passiert ist, für meine Begriffe wirklich nicht. So, also ich lasse die mal kurz hier liegen. Ne? Ich will jetzt nicht hier direkt wieder skypen. Also zum Skypen wäre ich tatsächlich hier, würde ich stehen. Ja. Genau an der Stelle. Ne? Also diese Kerze hat hier den Anfang von der M5. Da irgendwie, falls da nochmal drunter geht, ein paar Punkte hoch. Und dann 3, 4, 5 Punkte kriegt man, sollte man eigentlich mitkriegen. Muss halt dann nur wieder schnell sein. Was aber relativ markant ist, ist ja halt wirklich hier oben. Das sieht aber lustig aus. Was halt relativ markant ist, ist natürlich schon hier oben im M15, oh, hier die 744. Also hier dieses letzte Hoch, das sieht man ja deutlich. Ne? Einmal drüber und dann nochmal dran und dann hier und dann nichts mehr. Ne? Also da ist nach wie vor der Deckel eben drauf. Auch wenn wir jetzt hier ein kurzes, kleines, neues Hoch, das hätte ich mir eigentlich für heute Morgen gewünscht. Das habe ich auch geschrieben, so irgendwie ein kleines, neues Hoch und dann erstmal runter, ist aber halt direkt runter. Aber okay. So. Genau, das meinte ich hier. Ne? Also, wenn man irgendwie skypen will, wenn man gerade mal gucken, mache ich den jetzt noch schnell und oder nicht. Ach komm. Muss jetzt nicht sein. So. Soll ja kein Skyping-Webinar werden. Alright. So, dann gucken wir mal eben hier den Daily. Jetzt mal so für die größere Richtung, damit man da halt auch mal versteht, wie die ganze Geschichte weitergeht. Ich hatte in meinem Blog ja auch geschrieben, so die erste Korrektur, das wäre die 462. Das ist, sieht man jetzt hier im Daily nicht genau, aber das passt. Ne? Das war hier 46, also in dem Bereich. Da wollte ich meine erste Korrektur hin haben und dann wieder Anlauf nach oben. Hat aber leider über Nacht gemacht. Ja, wir sollten wirklich Nachtschichten einlegen, habe ich auch schon mal geschrieben. Aber das hat auf jeden Fall schon mal super gepasst. Ja, ob das jetzt irgendwie lange hält, das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Aber der Korrekturpunkt war super. So. Und aber nichtsdestotrotz, ne, wir haben ja immer noch die Kasse. Und ich hätte es gerne tiefer und dann hoch. Aber das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt hier zuerst nur oben rumkleben und dann nicht weiterkommen und die Kasse dann korrigiert, dann wird es halt auch nichts. Weil dann die Reihenfolge einfach nicht passt, ne? Weil, also in der Regel ist es halt wirklich so, wenn der Markt zuerst runtergeht, ja, und dann nach oben drückt, dann hat es Erfolg. Wenn jetzt aber die Kasse jetzt hier starten sollte, irgendwo in der Nähe, wo wir gestern aufgehört haben, und dann nach oben, hat es meistens nicht so wahnsinnig Aussicht auf Erfolg. Von daher bin ich immer eher ein Fan davon, wenn zu sagen, okay, lieber tiefer korrigieren und dann funktioniert die Geschichte auch. Was man jetzt hier sieht, also hier wie gesagt Daily, ne, hier unten grüne Zone, deswegen so habe ich auch geschrieben, bei mir fehlt eigentlich noch so ein Stück, weil wenn man einfach mal am Daily guckt und dann sieht man, dass halt hier die Lunden, ne, die sind halt schon noch eine Ecke tiefer, ja. Und wenn es also wirklich darum geht, hier einen Trend zu testen, dann müsste er eigentlich auch früher oder später mal da hinkommen und dann dort halt auch mal gucken, was bei der 33.800 etwa, ob das wirklich hält. Weil ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Also, dass es halt wirklich lange funktioniert. Jetzt erstmal funktioniert es, ist okay. Deswegen hatte ich halt auch 34.000, habe ich gesagt, dann nehme ich meine Shorts raus.
Klingt auch schräg, ne? Man sagt, ich nehme meine Shorts raus. Also meinen Short Trade stelle ich da erstmal glatt. Weil das nicht unbedingt sein muss, dass die sofort kommen, ne? Hier so das letzte Quäntchen, der kann jetzt genauso gut halt eben hier noch ein bisschen rumzackern, ne? Also das war halt hier so, upsa, das wollte ich nicht, dass man halt hier so eine Bewegung kriegen, so nach, die dann halt irgendwie so läuft, ja, dann nochmal dahin und dann halt irgendwie hier so. Also das kann halt einfach eiern auch, ne? Und dass wir dann halt irgendwie zum Schluss, nach weiß ich nicht wie viel Tagen, dann halt wirklich mal hier unten gucken, was dann halt Sache ist. Und deswegen, das ist halt so das letzte Stück. Ich behaupte mal, das wird schon noch kommen, aber das muss nicht unbedingt heute sein. Im Weekly sieht man es genauso gut. Also hier aber auch, ne? Das Ding ist eigentlich, also wenn man das rein mal irgendwie nach Trends irgendwie aufdröselt, dann hat der bestenfalls jetzt hier angeknackst. Also die Tendenz war soweit short, das ist alles gut und schön. So, aber hier dieses letzte Tief, man behauptet, das ist relevant, jetzt auch hier wieder, ne, so ungefähr. Und dann sieht man aber schon, hier erstes Korrekturtief und dann nochmal rauf, das dann halt weggebrochen. So, das hier existiert noch nicht, ist klar, ne? So, und dann sieht man aber schon, er ist angeschlagen, auf jeden Fall, ne? Wegen dem Bruch halt hier von dieser letzten Korrektur, wo er einmal drunter ging. Das heißt, er ist angezählt. Und deswegen ist natürlich dann auch entscheidend, was dann halt hier unten passiert. Das kann sein, ja, dass es halt wirklich, dass das hier nicht hält, sondern es halt hier wirklich einfach nur nochmal korrigiert wird, so irgendwo in dem Bereich von der 35. Pi mal Daumen, die müssen auch gar nicht ganz kommen, aber deckt sich halt mit dem, was ich vorhin gezeigt habe, mit der roten Zone ab 923. Und es kann schon sein, dass wir dann halt hier unten das dann nochmal fortsetzen, weil das wird nicht halten, ja. Also die 950, das ergibt gar keinen Sinn, dass das hält. Sondern dann geht es eher darum, halt hier dann da unten rauszufinden, hält das. Und da ist natürlich das Maximum an der Stelle. So, und das heißt, da sind wir dann bei 580, 600, um den, ja, eher 500, 33.500. Das ist halt eigentlich so die letzte Geschichte. Und wenn die auch noch weg ist, dann haben wir schon zwei gebrochen und dann ist der hier dran und dann wird es irgendwann auch brenzlig. Kann aber sein, ja, da sollte man sich so ein bisschen drauf einstellen, weil nach Dips sieht das hier für mich noch nicht aus. Deswegen glaube ich auch noch nicht so wirklich dran. Auch wenn wir mal kurz nochmal über die 35 gucken, dass das hier wirklich so wahnsinnig weit kommt. Also zumindest glaube ich eher nicht bis zum ATH, sondern vielleicht irgendwo hier ins Mittelfeld und dann hier unten eine zweite Attacke kommt. Im Weekly, um das da auch mal kurz zu zeigen, bei denen haben wir ja heute, machen wir ja die Wochenkerze fertig. Und hier mal kurz die Linien löschen. Wieso will der denn hier nicht immer, wenn hier der Kurs dahinter hängt, das ist irgendwie immer ein bisschen merkwürdig. So, Weekly, ne? Die wird heute fertig. Sieht jetzt erstmal aus, als wird das Ding grün werden. Das ist möglich, ja. Also wir stehen hier kurz vor der Eröffnung. Aber man sieht halt trotzdem so, es drückt nach unten. Und auch im Weekly ist hier noch ein bisschen Luft, ne? Und der markanteste Support liegt halt auch hier bei der 33.500 etwa in dem Bereich. Das heißt, es wären halt nochmal irgendwie von hier aus rund 1250 Punkte. Kann schon sein, ne? Und wenn man halt mal richtig ansetzt, also wenn es halt mal eine richtige Korrektur geben sollte, dann sind wir natürlich hier bei 31 irgendwas, ne? Also hier bei dem Cluster irgendwo an der Stelle ist natürlich möglich. So, aber nicht heute, auch klar, ne? Also es ist auch alles kein Crash. Es drückt halt gerade mal so ein bisschen nach unten, es korrigiert. Trotzdem sollte man im Zweifelsfall immer ein bisschen tiefer denken und irgendwie nicht zu früh wieder auf Long bauen. Deswegen habe ich da auch jetzt schon ein paar Mal Warnungen ausgesprochen. Das war der Freitag hier, der war super sauber eingetütet, der genauso. Und was das jetzt wird heute, wir werden sehen. Ja, weil man sieht ja, ich traue mich ja auch nicht da oben an der Stelle zu sagen, so, das macht jetzt genau das oder macht genau jenes. Das ist. Wäre vermessen, es macht keinen Sinn. Nicht, wenn der Markt so ist, wie er gerade halt unterwegs ist.
Gut, ich gehe noch einmal dann hier auf die Stunde, damit man da halt auch nochmal sieht, was da los ist. Und also das wäre halt nach wie vor für die Kasse mein Lieblingsszenario, würde aber dann halt leider, was heißt leider, würde dann auch bedeuten, dass wenn jetzt zuerst runtergeht von hier aus, dass es halt eben dann halt auch heute in Grün enden kann, und es dann nächste Woche wieder anstrengend wird. Ich hatte auch was geschrieben hier zum EMA 200. Also ich bin ja grundsätzlich so einer, der die Dinge beäugt, aber niemals nicht handelt. Außer er passt halt wirklich zu einem Gesamtbild, ne? Und hier würde er halt passen, weil ich habe ja gesagt, sollten wir da rauflaufen, ja, und der halt irgendwie so in Reichweite über diesen Hochs liegen, dann kann man dann den auch shorten, finde ich. Weil was halt oft funktioniert, das ist, wenn die im Übertreibungsbereich liegen, die Dinger, ja, also wie jetzt hier über den Hochs und dass der mal kurz dahin schnippt und dann halt runterläuft. Das würde dann tatsächlich auch dazu passen. Aber so wie der sich hier runterdrückt, kann es genauso gut sein, dass wir nachher drunter liegen und dann wird er auch keine Rolle spielen. Ne? So, viel mehr weiß ich jetzt gar nicht. Ich komme mir vor, als hätte ich heute den längsten Monolog aller Zeiten gehalten, weil ich irgendwie die ganze Zeit nur am Reden bin. Und aber gut, ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen mein Job hier zu reden. Ich sage immer so, ich hoffe, das ist so ein bisschen in einer halben Stunde irgendwie einen kleinen Hund totgequatscht. Und ich hoffe, das ist mir heute nicht gelungen, dass irgendjemand größere Schäden durch meinen Monolog erlitten hat. Aber ich hoffe, es war verständlich. Also, wenn noch irgendwie Fragen sind, bitte gerne jetzt, weil ansonsten können wir das nämlich jetzt eigentlich auch soweit dicht machen. War ja außer Geschrabbel nichts gewesen, aber ich glaube, das, was halt jetzt irgendwie da noch möglicherweise ansteht, ist ja vermutlich irgendwie auch klar, verständlich. Es war verständlich. Ist Blut im Ohr schlimm? Nö, nö, das ist normal, Frank. Das ist okay. Also, zumindest in meinen Webinaren ist das ganz normal. Gehört dazu. Also FX Flat zahlt da auch regelmäßig Schadenersatz. Also nicht Schadenersatz, sondern wenn du da ein Bild hinschickst, dann FX Flat schickt dir dann eine Belohnung. Der Nelson rollt jetzt gerade wieder mit den Augen. Was redet der da wieder? Gar keine Worte mehr. Ei, Meine. Gut, alright. Also, ja, ne, Long ist ja auch momentan richtig. Ich war ja gestern auch, ich meine, man hat es ja mitbekommen in der Gruppe. Ich habe ja nur Long Trades gepostet gestern. Ne? Auch schon wegen der Logik. Da habe ich schon am Donnerstag was dazu gesagt. Ich habe am Donnerstag gesagt, so, ready for Keller. War zwar ein bisschen früh mit meiner Ansage, aber siehe da, plopp hat es gemacht. So. Und dann kommen alle die, die sagen, ja, hier News und so weiter. Der Markt, der fällt bestimmt nur weiter. Vergiss es. Vergiss es einfach. Das funktioniert so nicht, ja. Und dann braucht man wirklich nur irgendwie ein Daily auszupacken und zu gucken, wo steht der? Oh, günstig, so. Und dann noch dazu die ganzen, die dann sagen, ja, jetzt geht die Welt unter. Und siehe da, es gibt erstmal einen Aufwärtsgap hier unten und es drückt einfach nur nach oben. Ja. Ich habe zwar auch wieder einen kleinen Short aufgemacht. Ich wollte ja keinen mehr, aber ich habe ihn wirklich nur mit der Hälfte der Positionsgröße. Bei irgendwie über 500, also der hängt jetzt hier irgendwo so rum und ja, aber auch erst da, ne? Weil ich wollte ja irgendwie die 500 wollte ich ja gestern auch haben. So, das hier ist jetzt so ein bisschen, ja, muss jetzt nicht sein, ja. Aber generell ist der Markt, auch wenn jetzt Long erstmal die ganze Zeit in Ordnung war, nicht vergessen, der Markt ist korrektiv, ja. Der ist gerade nur korrektiv unterwegs. Und wirklich Long ist erst über, und das auch nur im H1, muss man auch klar sagen, über der 35.000, wenn er da wirklich hat sich stabilisiert, dann kann es auch sein, dass wir noch eine Etage höher laufen und dann halt nochmal irgendwie auch hier nochmal 500 Punkte draufpacken, ja. Aber erstmal kann es hier überall, jeden Moment ganz vehement den Rückwärtsgang einlegen. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Gut. Alright, also ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir auf jeden Fall. Fand es wirklich nett heute. Also wie gesagt, man hat es ja gesehen, ne? Also das war halt jetzt irgendwie nicht irgendwie große Strecken zu machen. Es war, man konnte ein paar Punkte irgendwie da reinschnippeln. Ein paar mehr hätten es sein können von meiner Seite, wenigstens so 20.
Aber wie gesagt, ich habe da mal kurz einfach nur ein bisschen technische Issues, wie sagt man es auf Deutsch? Was auch immer. Ich glaube, man weiß, was ich meine. Also ich bin echt, habe heute Nacht ein bisschen wenig geschlafen, habe vielen halt Wissen nur wir das? ein bisschen, Vokabular ist ein bisschen eingeschränkt. Bitte was? Wissen wir, was du meinst? Ja, technische Issues, wie nennt man das, sag mal, auf Deutsch? Technische Herausforderungen, nee. Probleme Schwierigkeiten, auch. Probleme, War ja eigentlich kein Problem, es war einfach nur. Herausforderungen. Nee, auch nicht. Ich habe ja. Ach, keine Ahnung. Ich habe halt irgendwie da was nicht bedacht und hab mir da Andreas weiß kurz es. selber ein Problem Bein mit dem gestellt. Hemd. Problem, ja, Andreas, genau, danke. Probleme mit dem Hemd. Das war's. Das ist auch ein gutes Schlusswort an der Stelle. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich da gewesen seid. Auch an dich natürlich, Nelson. Danke. Sage auch an der Stelle schon mal danke für all die das ganze Jahr natürlich auch dabei waren hier bei den NFPs. Wir haben ja noch mal irgendwie ein Live-Trading auf jeden Fall vor Weihnachten, aber keine NFPs mehr. Machen wir aber nächstes Jahr weiter. Ich freue Juhu! mich drauf und Nelson, freue mich schon drauf. Und wenn ihr wieder alle zahlreich da seid, wünsche ich euch an der Stelle schon mal ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf und gönnt dem Nelson das letzte Wort zu haben. Das Der ist freut sich auch, wenn ihr noch zuhört und sich noch verabschieden darf. Bis dahin, danke. sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank, lieber Dirk, für die Webinarreihe und ja, wie du gerade schon gehört hast, freue ich mich, dass wir nächstes Jahr weitermachen können. Aber wir tatsächlich hören wir dich nochmal und sehen wir dich nächsten Dienstag zum Live-Trading. Und der Stereo Trader ist sogar noch öfters heuer dieses Jahr noch zu sehen. Dann Mittwoch mit Heiko, Futures Live-Trading ebenfalls mit dem Stereo Trader. Und es wird noch ein VPOC Helpdesk geben am 20. Aber da wird auch nochmal gesondert eine Info diesbezüglich rausgehen. Ich bedanke mich für die Teilnahme. War wirklich super, dass so viele da waren und wünsche noch einen erfolgreichen Handelstag und natürlich ein schönes Wochenende. Würde mich freuen, wenn Sie Dienstag wieder dabei sind und ja, passen Sie auf Ihre Positionen auf, bleiben Sie gesund und bis Dienstag. Bye bye.